must be the second or the third time I'm coming to Berlin on 1325 since 1 year and a half. I don't know why Berlin seems to be this point where many things are happening. I work in the European Council General Secretariat in the Human Rights Unit since 2 years, as was said, and with particular responsibility of seeking to mainstream gender aspects in the common security and defense policy. So I think I can guide you through a little bit what we have been doing at the EU level, and also give some personal assessments of where we should be going from here. I was asked to glance a critical view on what we have been doing, and while coming here I was wondering how critical one can be of kind of oneself. But sometimes we are very critical about ourselves, even too much so. And it's such a timely meeting because we are only 3 days away from the 10th anniversary. And just 2 days ago, we had the open debate in the Security Council in New York. This was, I can tell you, a very much awaited event within the European Union. And I see Kaat de Nils here in the audience, my colleague from the Belgian presidency, and we were very closely watching and preparing for the 10th anniversary, really looking forward to launching a new decade of implementation of 1325. I'm not so disappointed of the results of the open debate, considering that although the language was slightly milder than we would have hoped for, the Security Council did ultimately endorse the global indicators on 1325 prepared by UNIFEM and OSAGI, although the language now calls them the initial framework to track implementation. But nevertheless, this gives now the legitimacy to the UN to use these indicators in a reporting on the implementation of 1325. And I think that's really one of the focus areas that we should be looking at, and that was also called here earlier. We have to measure what we implement. We have to be strategic, and we have to aim at looking at what is happening concretely. And I can tell you that the EU was very strongly advocating for the adoption of these indicators in New York and also worldwide. And I think for future, what we would be calling for would be to try to work further on these indicators and also to set up some kind of working group or monitoring mechanism within the Security Council to follow up the global implementation, as we already have for children affected by armed conflict. But let's go from global to the EU. And I could start by saying that this is not only a political commitment within the EU. We have a legal obligation, very clearly stated in the Treaty on the European Union, to work on the core values of the EU, meaning promotion of human rights and equality, including gender equality. And if you go through the treaty, it's very clearly stated that we have to promote all these values in our relations with wider world, meaning within our common foreign and security policy. And other very important statement is also the European Security Strategy that initially dates from 2003. And its review report was elaborated in 2008. And if I recall right, on the 12 pages of that report, we have 12 mentions or vice versa on human rights, and even a specific mention on the need to fight sexual violence. So we have a very strong framework within the EU guiding us in our work. And since 2005, we have specific policies on 1325. First, in 2005 and 2006,
policy document and checklist on implementation of 1325 in what was then still called the European Security and Defense Policy. The European Parliament has also been very active since early 2000, pushing the institutions for further commitments, and this has been very useful. The European Parliament's role cannot at all be underestimated in this respect. The next push on the EU agenda came in 2008, specifically under the French presidency. And in 2008, we enacted what I would say, what I would consider the three pillars of the EU agenda on 1325, namely a comprehensive approach on the EU implementation of resolutions 1325 and 1820. This is this was a very much a milestone document. I personally consider it a little bit corresponding to national action plan. So it's not a NAP, but it's a RAP. It's a regional action plan. It's not a perfect document. We had quite a short political opening in the fall of 2008 to come through with this document, but it was the first of its kind. And what was so groundbreaking about it at the time was that we were still living in the European Union with the different pillar structures. We put them all together already at that time, saying, okay, we want to work on women, peace and security. We need to look at more widely than only the security and defense policy. So we put together aspects such as development cooperation, political dialogue, our action on the multilateral fora, outreach with partner countries, political dialogue, etc. We wanted to put all of that in one package, to have the full continuum of action. And we also already at that time, it's now strange to recall that it was quite revolutionary at that time, that we wanted to initiate dialogue and discussion between the different policy elements, such as the security policy and development cooperation. Now, of course, with this post-Lisbon Treaty time, this is what we want to achieve. So we have at our hands today in the comprehensive approach a very timely document still. Also, we foresaw the setting up of a specific EU task force on 1325. And we have been meeting since early 2009. We have had about 10 member states, very EU member states, very actively participating. And we have actually pushed a little bit forward this EU policy by developing indicators to measure what we are doing. So this summer in July, the EU ministers adopted 17 indicators to measure the EU implementation of 1325. And just some examples of these indicators, we are looking at women's participation in our crisis management missions. We are looking at funding in post-conflict situations, how much of that is relevant to 1325, what kind of specific activities we are funding. In the peace negotiations that the EU or the member states are supporting, are we also supporting women's participation? We are also looking at sexual abuse by staff deployed in our crisis management missions. And I think this is very positive, to look at these issues and to actually try to benchmark. It's very rare that we measure the implementation of the policies in this way. We are now working together with Kat and other colleagues on the first report that should be coming out in the coming weeks. So in 2008, the other strand of our policy was a revised operational document on 1325 in our crisis management. Very shortly, what do we want to achieve within this policy? We want to ensure that gender aspects are considered all throughout the mission planning, implementation and follow-up, so that when we go out and we have situation analysis, we also look at the situation of women, and both women and men, on the ground. We want to be sure that we have relevant expertise in missions. And today we have a specific gender advisor
or focal point, or in some cases several, in all the missions, the 13 missions that we have across the globe, in countries such as Kosovo, Afghanistan, Congo, etc. We have 13 missions today operational. We also want to cooperate with civil society, particularly in the countries where we are operating. And on this one, we are these days organizing, I think in most of the missions, we sent the instructions to all of them, plus all the EC, now EU delegations working in post-conflict and fragile countries, to organize open days with local women's organization, local women representing the conflict affected women. And I have just heard that, for example, in Georgia, they are organizing next week a very large event, and in Kosovo as well. And I think these are just a couple of examples. In Albania, thank you. So this, I feel that this has been a very positively received, and I'm sure that we will get very good input from these meetings, where we particularly emphasized that it's not the gender advisor meeting, it's the head of mission. We thought it's important to bring the heads of missions and the commanders together with the women to listen to them and to interact. We hope that this will not be one-off, but that it will create a current of interaction between these actors. I would not like to be very long. I would go now straight into what I would say would be some of the gaps. I was asked to be critical. I think we still need to increase awareness of gender and women's rights as a security issue. I think there is still some fundamental work to do there. I went through just a couple of days ago, in fact, for an article I was writing, the joint actions constituting our crisis management missions. And I found reference to gender in two joint actions out of 13. I don't count specific reference to sexual violence as being reference to gender. There are those two missions in Congo that have particular focus on sexual violence. And while that's very good, it's not the same thing, as you understand. I think we have to ask why we only have the reference in two missions, although other missions also are doing very important work and important activities. I think it's important that in the future, when we come with joint actions constituting EU crisis management missions, from the very beginning in the document constituting the mission, we need to have this reference. So for the time being, we have in Kosovo and Iraq, and I hope in the future, particularly the EU member states adopting finally these joint acts will be very vigilant and make sure that from the very outset this has been spelled out correctly. My next point is training, 3 times. Under the Swedish presidency last year, we did a study about gender training to our troops that are deployed. They are very good performers. There are really some countries who are very systematic about this, but they are not so many. And we still send out people that have not been trained on gender. And I don't think we can expect people without training implement our policies. So this is something that we will have to make it more systematic, even mandatory for people we send out. To facilitate, we are now in the Council Secretariat with the support of the Belgian Presidency and some other dedicated member states developing standard training elements on gender, children's rights and human rights that we will give to the disposal of the member states to give this push to the training activities. Since I have been analyzing our missions from this point of view, I have been many times very positively surprised by what they are doing. They are doing a lot. Training,
Iraqi judges on gender, helping the Afghanistan police to have a gender-responsive administration, supporting police sections on violence against women in Congo, etc., etc. I mean, it's really quite impressive what these missions and what the particularly the gender advisors are pushing through. However, I think we still need to reinforce the mainstreaming of gender throughout the core components of the missions. Example from Congo, where we are supporting the chain of payment to the Congolese army. I think there are interesting opportunities in this chain of payment to also look at the women's situation in Congo and the dependent situation. And of those women who are widows, war widows, but who continue living in these horrible military camps in Congo because they cannot leave, otherwise they would lose the small allocation they have from their situation. National action plans. I can only join in what was said before, and I think we need to have more national action plans, and I think we cannot actually afford not having the European Union member state without a national action plan, especially now that that also the US and Canada have announced that they will have theirs. And let's also do more twinning and support by EU member states and institutions to development and support of national action plans in third countries. We have some good examples of Ireland supporting East Timor and Liberia and Finland supporting Kenya, and I think there are some others. For next year, we will continue very firmly to implement the comprehensive approach together with the member states, together with the colleagues that have joined into this task force. Sometimes I wonder, can an ant actually make an elephant move? What do you think? I think it can, but it just needs to be very clever. So maybe by pushing it's a bit difficult, but then maybe if, you know, the ant goes and manages to do something else. I think we start to be a very nice mass of people around these issues in the European Union, and it's by joining efforts and by joining hands, and I see this also this event as an example of that. I think we will move a lot, and we can move a lot. And I hope really that we will be able to seize all the opportunities of the creation of the new European External Action Service. This is so important. And the High Representative Baroness Ashton has been quite vocal about gender equality issues. She has been the one who nominated the first ever woman European Union Special Representative on Sudan. And actually, I had a chance to be together with her, Mrs. Marsden, last week in Addis Ababa, where prominent women leaders from the Horn of Africa gathered in a meeting. And Mrs. Marsden flew specifically from Brussels to meet them. And I thought that was so interesting. She was interested. She said she will go. And she was actually upset because at some point it seemed that her calendar, she couldn't go. She said to us, she really wants to go and listen to these women. And she went, only for that. Well, then the EU delegation also organized to her some other meetings, but she, I know that she only went for that, and that was really great. So more of these examples and full speed to the European External Action Service, I think that will be very important. And also the European Union member states are really in a key position on making this happen. Thank you. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ganz, ganz herzlichen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung
für die Einladung. Herzlichen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass sie dieses Thema so weit nach vorn auf der Agenda gebracht hat. Und ich möchte Ihnen auch ganz herzlich gratulieren zu dem interessanten Tagungskonzept, das uns einerseits auf den aktuellen Stand der Diskussion zum Thema 1325 bringt und andererseits das Thema aufgreift, das meiner Ansicht nach dringend in den Vordergrund gehört. Die Rollen von Männern im Rahmen von Konflikten und ihrer Bearbeitung und die Frage, in welchem Verhältnis diese zu den entsprechenden Rollen von Frauen stehen. Vor wenigen Monaten wurde das Deutsche Institut für Menschenrechte vom BMFSFJ angefragt, ob wir sie zu einigen Kernfragen rund um 1325 im Rahmen einer Studie orientieren könnten, insbesondere zum Mehrwert der Umsetzung. Wir hatten die Gelegenheit, diese Studie dann auch im Rahmen eines interministeriellen Gesprächs vorzustellen. Die Studie habe ich gemeinsam mit Jana Arlott erstellt, die leider nicht hier sein kann und das sehr, sehr bedauert, weil sie erkrankt ist. Die Schwerpunkte der Studie waren ein Update zum Stand der Umsetzung, Beispiele für gute Praxis, die Herausforderungen, denen es bei der weiteren Umsetzung zu begegnen gilt und Empfehlungen. Die Veranstalterinnen dieser Konferenz haben mich gebeten, die Studie vorzustellen und den besonderen Fokus auf die Herausforderungen und die Empfehlungen zu legen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Aber nochmal einen Schritt zurück. Die Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 1325 lässt sich nur vor dem Hintergrund der vollkommen gewandelten internationalen Konfliktanalyse und Bearbeitung verstehen. Für die neben politischen und militärischen, sozialen und wirtschaftlichen Komponenten auch das Verständnis für ethnische, kulturhistorische, kulturelle und religiöse Aspekte von enormer Bedeutung ist. Ebenso ist in den Institutionen die Rolle, das Bewusstsein für die Rolle, die Gender in dieser Hinsicht spielt, erst im Laufe der 90er Jahre gestiegen. Das alles ist überhaupt nur möglich, weil wir heute mit hochkomplexen Mandaten in die Konflikt- und Postkonfliktländer gehen und uns unvergleichlich tiefer in die Prozesse des Gastlandes hineinbegeben. Mit günstigen und ungünstigen Auswirkungen, wie ja im Rahmen dieser Konferenz noch ausführlich erörtert worden wird. Ein entscheidender Meilenstein in diesem Prozess für die Integration einer Frauenperspektive, explizit gesagt, in UN-Friedensoperationen war die Resolution 1325 im Jahr 2000. Das muss man erstmal würdigen. Auch der Resolution ging ja schon eine lange Geschichte voraus. International ist es dank der Resolution gelungen, vor allem dank der Arbeit vieler Frauenorganisationen, ein relativ hohes Maß an Aufmerksamkeit für die Problematik von Frauen in Konflikten und ihre Relevanz für die Sicherheitspolitik zu erzeugen. Innerhalb regionaler und internationaler Organisationen hat 1325 Veränderungen auf Headquarter-Ebene und in den Missionen, vor allem in den Bereichen der Verfahrensabläufe, des Trainings und der Rekrutierung angeregt. Das Regelwerk, das die Vereinten Nationen und die EU mittlerweile zum Thema zur Unterstützung der besseren Umsetzung angelegt haben, ist breit angelegt. Die UN hat Richtlinien, Handbücher und Leitfäden erarbeitet, die die praktische Umsetzung bei der Durchführung von Friedenseinsätzen vereinfachen sollen. Vor allem in Organen wie dem Department for Peacekeeping Operations oder der Peacebuilding Commission der UN-Generalversammlung, die für Friedensmissionen von besonderer Bedeutung sind, hat 1325 Entwicklungen ausgelöst. Gender Mainstreaming Guidelines wurden angenommen, ein Posten für eine Genderberaterin eingerichtet, Trainingskurse etabliert oder, sehr interessant, ein Gender Resource Package für Peacekeeping Operations erstellt. Auch die Peacebuilding Commission hat grundsätzlich die Relevanz des Gender-Themas ohne großen Widerstand anerkannt. In ihren Strategien für Burundi und Sierra Leone finden Sie explizite Referenzen. Und auch mit dem Einbezug einer gendersensiblen Sprache hat die Kommission dem formellen Status von 1325 Nachdruck verliehen.
Deutschland hat 2010 den Vorsitz im Organisationskomitee der Kommission und eigentlich eine sehr gute Chance, ihre Arbeit zu gestalten und auch 1325 zu integrieren. Auf Ebene des UN-Sicherheitsrates beziehen sich aktuelle Mandate für Friedenseinsätze zunehmend auf 1325. Sie führen zum Teil geschlechtsspezifische Maßnahmen auf. Und zudem zeigen natürlich auch die Verabschiedung der verschiedenen Folgeresolutionen, die Barbara Unmüßig schon erwähnt hat, 1820, 1888 und 1889, auf, dass die internationale Gemeinschaft engagiert ist für 1325 und umliegende Themen, wie eben besonders Gewalt gegen Frauen. Eine große Anzahl von themenrelevanten Dokumenten existiert, wie wir gerade gehört haben, auch im Kontext der EU. Interessant ist deshalb die Frage, wie es mit der Umsetzung in der Praxis aussieht. An dieser Konferenz werden wir viele Praxisbeispiele in erfreulicher Tiefe diskutieren können. Deswegen möchte ich hier nur ein paar Akzente setzen. Ich möchte jedenfalls gesagt haben, dass es inzwischen ein paar Umsetzungsbeispiele gibt. Diejenigen von Ihnen, die schon länger mit dem Thema beschäftigt sind, werden mir bestätigen, dass wir noch vor 5 Jahren verzweifelt nach guten Praxisbeispielen gesucht haben. Wenn wir uns danach umsehen, müssen wir auf ganz verschiedene Ebenen schauen. Zum einen in Friedensmissionen selbst. Hier möchte ich auf etwas sehr Spannendes verweisen, nämlich die Studie zur Integration von 1325 durch die NATO International Security Assistance Force in Afghanistan. Die ISAF hat ja eigentlich ein friedenserzwingendes Mandat unter Kapitel 7 der UN-Charta, was zunächst nicht unbedingt nach einer Ausgangslage klingt, die gender balanced ist. Die Studie ist aber vielversprechend und interessant. Sie basiert auf Interviews mit verschiedenen, meist europäischen PRTs, Provincial Reconstruction Teams, unter denen insbesondere die niederländischen und die schwedischen 1325 genutzt haben, um die Wirksamkeit ihrer Aufgaben zu erhöhen. Der Studie zufolge haben die Teams die weibliche Bevölkerung viel besser erreicht. Sie haben dank ihrer gendersensiblen Arbeit die Reichweite der Mission verbreitert. Sie haben die Zivilbevölkerung effektiver geschützt. Das eigene Einsatzteam übrigens auch. Sie haben die Qualität der Konfliktbearbeitung verbessert und das Ansehen der Mission. Eine weitere Ebene, auf der wir uns nach Praxisbeispielen umschauen können, betrifft die Aushandlung von Friedensabkommen. Eine Studie von UNIFEM zeigt, dass Friedensverhandlungen, an denen Frauen mitgewirkt haben, größere Glaubwürdigkeit erhalten und ein breiteres Spektrum von Themen abdecken, die über militärische Aktionen hinausreichen, soziale und humanitäre Aufgaben integrieren. Die eindrucksvollsten Beispiele bieten Uganda, Darfur, Burundi, die Demokratische Republik Kongo und Liberia. Hinweisen möchte ich ganz besonders auf die erfolgreiche Arbeit des 6. Clans in Somalia. Frauen nahmen an den Verhandlungen zur Regierungsbildung auf Augenhöhe mit den Männern teil. Und zum ersten Mal war in Somalia eine Frau an der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beteiligt. Eine dritte Ebene, auf der wir uns für gute Praxis umschauen sollten, ist die des verbesserten Schutzes von Frauen und ihrer Rechte in und nach bewaffneten Konflikten. Hier möchte ich auf die Resolution selbst und ihre Nachfolgeresolution, besonders 1820, hinweisen, die dazu beigetragen haben, dass sexualisierte Kriegsgewalt international zunehmend als Bedrohung für Frieden und Sicherheit aufgefasst wird. Das war ja auch etwas Neues. Entscheidend für dieses Verständnis war zudem die Tatsache, dass eine Reihe von Formen sexueller Gewalt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit Aufnahme in das Römerstatut des Internationalen Strafgerichtshofs fanden. Schließlich lassen sich gendersensible Maßnahmen im Rahmen der Förderung von Transitional Justice identifizieren. Eine zivile Maßnahme, die mit Hilfe der UN-Mission in Sierra Leone durchgeführt wurde, war die Einsetzung des Sondergerichtshofs für Sierra Leone 2002. Dessen herausragende Leistung bestand in der strafrechtlichen Verfolgung der Hauptverantwortlichen für Verbrechen gegen Frauen während des Bürgerkrieges.
Die Beschuldigten wurden nicht nur der Vergewaltigung, sondern auch der sexuellen Sklaverei und Zwangsheirat angeklagt. Das erste Urteil des Sondergerichts erging im Juni 2007, in dem alle drei Rebellenführer des Armed Force Revolutionary Council der Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden wurden. Der Sondergerichtshof gilt als vorbildlich, übrigens auch im Opfer- und im Zeuginnenschutz. Einige Beispiele nur. Es wurde also ein Anfang gemacht in der Umsetzung der Resolution. Zu wünschen wäre aber eine viel nachhaltigere und viel tiefergreifende Umsetzung. Ich möchte nun einige der wesentlichen Herausforderungen skizzieren, denen es hier zu begegnen gilt. Erstens, die vorherrschende Geschlechterungleichheit in vielen Gesellschaften basiert auf über Jahrhunderte gewachsene patriarchale Strukturen, die Männlichkeitskonzepte und Geschlechteridentitäten geprägt haben. Ein Wandel der patriarchal geprägten Geschlechterbeziehungen würde tief verwurzelten Rollenerwartungen, kulturell vorherrschende Männlichkeitsmodelle steht, tief verwurzelte Rollenerwartungen, kulturell vorherrschende Männlichkeitsmodelle und damit verbundene Machtverteilung entgegen. Dieses sind die Bedingungen, auf die sehr viele Friedensmissionen treffen in den Gastgesellschaften. Das einerseits. Zum anderen ist auch ein Militär westlicher Herkunft oder auch anderer Länder viel, in den meisten Fällen eine männlich dominierte Organisation, für die ein Umdenken ebenfalls eine Herausforderung darstellt. Für Friedensprozesse ist es essentiell, dass eine geschlechterspezifische Verbesserung des Instrumentariums und der Maßnahmen darstellt. Stattfindet. Hier besteht in allen Bereichen noch viel Spielraum bei der Differenzierung von Programmen, speziell für Jungen und Männer und speziell für Mädchen und Frauen. Innovative Strategien und eine kritische Auseinandersetzung sind notwendig, nicht nur bei der Überwindung kriegsgeprägter Männlichkeit. Zweitens, Resolution 1325 zielt speziell auf die Bedürfnisse und Erfahrungen von Frauen ab, da diese im Gegensatz zu den Belangen von Männern immer weniger Berücksichtigung finden. Obwohl diese Zielsetzung gute Gründe hat, ist eine Erarbeitung von Strategien, die Männern auch den Ausstieg aus tradierten Rollenklischees erleichtern, unabdingbar. Genderarbeit wird im Bereich von Friedensoperationen weiterhin auf den Terminus der Frauenförderung reduziert, der ja auch eine Menge herablassender Konnotationen auslöst. Die Umsetzung von 1325 wird zu 3/4 Frauen übersassen und das ist ein Problem. Drittens, begrenztes Wissen und mangelnder politischer Wille. Diese zwei Themen werden als Herausforderung für die Umsetzung der Resolution immer wieder genannt. Zum einen ist an vielen Stellen noch immer kaum Kenntnis der Resolution vorhanden oder einer Genderperspektive. Zum anderen hängt der lange politische Prozess zur Umsetzung der Resolution wesentlich vom politischen Willen der Regierungen ab. Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Für die Umsetzung in Friedenseinsätzen ist politisches Engagement der Verantwortlichen auf den verschiedenen Ebenen in Entsende- und Einsatzländern von entscheidender Bedeutung. Ein weiteres Hindernis, viertens, für die Umsetzung der Resolution ist die Minderheit von Frauen auf Posten in der Leitungs- und Entscheidungsebene. Das gilt eben auch für Führungspositionen auf der operativen Ebene innerhalb der Friedensmission. Obwohl Gender alle betrifft, sind es vor allem Frauen, die die Gender Agenda in verschiedenen Bereichen fördern und Ziele erreichen. Kurz zusammengefasst, Missionsleiter brauchen Gender-Trainings, Missionsleiterinnen brauchen das auch. Sie müssen aber überhaupt erstmal in eine solche Position kommen. Negativ, das nebenbei bemerkt, wirkt sich auch aus, dass die Stellen für Missionsleitungen oft nur mit Kurzzeitverträgen gesetzt werden, was schnelle Personalwechsel und weniger Engagement nach sich zieht. Fünftens, Koordination, Kooperation und Kohärenz. Die Vielzahl der Akteure und Themenbereiche, die
1325 anspricht und deren Koordination ist eine Herausforderung für ihre effiziente Umsetzung. Defizite sind hier auf internationaler und auf nationaler Ebene auszumachen. Was das UN-System angeht, setzen wir nun alle Hoffnungen auf die zentrale, hochrangig angesiedelte neue UN-Gender-Einheit UN Women, die für die Umsetzung von Fragen der Geschlechtergleichstellung in allen Maßnahmen der Vereinten Nationen zuständig ist. Für die Bundesrepublik sollte sich eine Verbesserung der Koordination, Kohärenz und Transparenz in Bezug auf die Umsetzung der Resolution zuvörderst auf nationale Akteure beziehen, die dann gemeinsam die Kooperation mit externen und internationalen Akteuren intensivieren können. Die Bundesregierung gestaltet eine Reihe von Maßnahmen zur Umsetzung der Resolution. Ihre Koordination und die Abstimmungsprozesse jedoch bieten viel Spielraum zur Verbesserung. Evaluation und Rechenschaftsmechanismen. Sechstens. Eine weitere Herausforderung für eine wirksame Umsetzung liegt darin, dass die Anstrengungen der vielen Beteiligten unterminiert werden by a system that has ascribed responsibility for implementing 1325 to all, but has held no one accountable, wie ein UN-Beamter sagt. Das ist natürlich auch eine Folge des Mandates des Mangels an Koordination. Ein Rechenschaftsmechanismus fehlt ebenso wie eine systematische Evaluierung zur Überwachung der Umsetzung von der Resolution auf allen Ebenen. Das heißt etwa auf Ebene der UN-Mitgliedstaaten, aber auch auf Personalebene der Missionen. Die politische Kraft der Resolution wird dadurch geschwächt. Die Nachfolgeresolution 1889 fordert konkret die Verbesserung der Evaluierungsmaßnahmen und die Erarbeitung von Indikatoren zur Nachvollziehbarkeit der Implementierungserfolge. Das wurde schon erwähnt. Im April wurden daher dem Sicherheitsrat im Bericht des Generalsekretärs 26 Indikatoren vorgestellt. Für ein verbessertes Monitoring könnte dies ein nützlicher Ausgangspunkt sein. Es hängt natürlich von der konkreten Umsetzung ab, ob das sich wirklich durchsetzt. Siebtens, um Missionen in der Umsetzung voranzubringen, sehe ich eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten. Die Anzahl von Frauen im Missionspersonal überhaupt müsste erhöht werden. Gendersensibilität wird sicher nicht dadurch unterstützt, dass das Einsatzpersonal mehrheitlich aus Männern besteht. Dann ist ein Problem die Einstellung gegenüber Frauen innerhalb der Armee und in Polizeikontingenten. Studien zeigen, dass das Klima gegenüber Frauen innerhalb der Armeen, innerhalb der Einsätze nicht förderlich ist. Chauvinismus, Belittling oder die Wahrnehmung als Schutzbedürftige erschweren die Arbeit. Eine Studie zur Einstellung von Soldaten gegenüber Soldatinnen innerhalb der Bundeswehr lässt auf einige Verbesserungen schließen, aber es muss offensichtlich weiter intensiv an der Verbesserung des Integrationsklimas gearbeitet werden. Auch im Bereich der Gender-Komponenten sehe ich Verbesserungsbedarf. Die Gender-Trainingsmaßnahmen variieren zwischen den verschiedenen Entsendeländern sehr stark in Intensität und Dauer der Trainingskurse. Eine der größten Herausforderungen besteht im mangelnden Willen und/oder in mangelnden Ressourcen und institutioneller Kapazität. In den deutschen militärischen wie auch zivilen Trainingseinrichtungen spielt jedenfalls Gender-Training keine große Rolle. Besonders bemerkenswert, das konnten wir auch am eingangs gezeigten kleinen Film sehen, sind die Defizite im Rahmen der Umsetzung von Friedensabkommen. Einer Studie von UNIFEM zufolge sind in den 22 seit 1992 durch die UN geführten Friedensverhandlungen nur 7,5% der Verhandelnden und 2% der Mediatorinnen weiblich gewesen. Keiner der Verhandlungsprozesse wurde von einer Frau geleitet. Nur knapp 3% Frauen waren Unterzeichnende in 14 Friedensgesprächen. Keine einzige Frau agierte als Vermittlerin, Mediatorin, Signatorin oder Zeugin
in den Friedensverhandlungen in Indonesien, Nepal, Somalia, der Elfenbeinküste, den Philippinen und der Zentralafrikanischen Republik. Auch im Rahmen der Demobilisierungs- und Entwaffnungsprozesse werden große Defizite festgehalten. Neuntens möchte ich auf die Notwendigkeit hinweisen, Prävention und Schutz von Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt sicherzustellen. Frauen und Mädchen sind weiterhin in erschreckendem Umfang von geschlechtsbezogener Gewalt betroffen. Das wurde von der Eingangsrednerin schon erwähnt. In der Folge breiten sich HIV und AIDS besonders während und nach Bürgerkriegen rasant aus. Das Problem ist erstens, dass das alles überhaupt passiert, und zweitens der geringe Prozentsatz strafrechtlicher Verfolgung der Täter. Das Thema wird häufig banalisiert, und selbst wenn Frauen in Friedensverhandlungen involviert werden, wird es vermieden und nicht auf die Agenda gesetzt. Zu diesem Themenkomplex gehört bedauerlicherweise auch das Problem sexueller Ausbeutung von Schutzbefohlenen durch Einsatzpersonal. Auch hier ist es dringend, das Berichtssystem und die Strafverfolgung zu verbessern. Abschließend einige Worte zur Weiterentwicklung in der deutschen Politik. In unserem Empfehlungskatalog an die Bundesregierung haben wir natürlich im Umkehrschluss alle Folgerungen aus diesen Herausforderungen abgeleitet. Zudem haben wir uns aber auch zu strategischen und strukturellen Fragen geäußert. Für Deutschland bietet sich die Entwicklung einer übergreifenden Strategie an, die neben Ministerien und Bundeswehr auch Bildungsinstitutionen und zivilgesellschaftliche Institutionen einbindet. Wir empfehlen der Bundesregierung eine kontinuierliche und systematische interministerielle Arbeitsstruktur. Auch diese ist noch nicht vorhanden. Mit einer Agenda und klaren, ambitionierten Zielsetzungen, der sich mit der Zivilgesellschaft vernetzt und der die Expertise von Akteuren im Feld abruft. Man muss sich das klar machen, auch dies ist nicht vorhanden. Eine hoch angesiedelte Steuerung wäre dem Prozess dienlich, die Entwicklung einer Gesamtstrategie ebenfalls. Ein Gender Audit, wie ihn unter anderem Dänemark, Großbritannien und Schweden durchgeführt haben, könnte alle bisherigen Initiativen zur Umsetzung der Resolution in Deutschland erfassen und Überschneidungen, Handlungsbedarf und Synergieeffekte identifizieren. Schließlich sprechen wir uns für regelmäßige Evaluierungen und das Identifizieren von Good Practice und Lessons Learned aus. Belastbare Indikatoren und Benchmarks wären diesem Prozess sehr förderlich. Meine Damen und Herren, auf dem Papier ist in den letzten 10 Jahren viel passiert, in der Praxis weniger. Michelle Bachelet, die Exekutivdirektorin von UN Women, bringt es auf den Punkt. All that is needed now to move from policy to action is determined leadership. Es wäre schön, wenn die Empfehlungen dieser Konferenz zu Determination und Leadership einen Beitrag leisten. Vielen Dank.